Heute fertig geworden mit Blitzcrank, Bria, Caitlyn, Cassio und Corki. Heißt, dann machen wir jetzt noch eine schöne Runde Cho'Gath. So, Cho'Gath mit Grasp gegen Tryndamerius, ne? Wir gehen einfach Tanky und rushen vielleicht sogar Frozen Heart. Dieser Skin. Ich hätte vielleicht sogar doch ins Ring spielen können gegen gegen Tryndamerius. Magst du Harry Potter? Ich habe nichts dagegen, ne? Also ja, ich mag Harry Potter, ja. Durchaus, ja. Ich kenne die Bücher sehr gut, die Filme auch. Ist halt viel davon ist halt Kindheit. Gerade der erste Film ist so richtig Nostalgie. Aber ich bin auf jeden Fall größerer Fan von Herr der Ringe als von... von Dingens. Noch exhausted. Meinungs- Haferflocken sind sehr lecker am Magerquark. So schöner Magerquark mit Haferflocken und Blaubeeren. Lecker. Problem ist halt bloß, die Blaubeeren einkaufen zu gehen. Und wenn du Blaubeeren tiefgekühlt nimmst, dann sind die so matschig im Magerquark. Ist nicht so geil wie frische Blaubeeren oder aus dem Kühlschrank kalt statt aus dem Tiefkühler. Ohne E-Stadt bin ich in der Lane, ist nicht so mächtig. Aber look at this, der Skin ist so cool. Schöne E über meine Q hinweg und trotzdem meine Vasallen bekommen. Oh, Solo Kill, ist gut. Junge! Kurios. Aber viele unterschätzen schon ganz Early Game. Der Champion ist ziemlich geil. Sein Autodeck Reset auf der E drauf und so. Schade, ich hab nicht ganz Q-Ready. Ist nicht gut, dass ich da sterbe. Ich habe noch keine Tarbase. Ich wollte Green, aber ich habe immer ein Recoil TP, also Death TP. Gehe ich jetzt Rumble? Ja, wahrscheinlich ein bisschen später flashen, dass ich Q-Ready habe, damit er mir den Busch daher flasht und ihn dann Q. Das ist ja ziemlich cracked gewesen. Egal. Der Def ist nicht schlecht. Die Rev ist jetzt hier vom Turm gefreezed und da kann nichts dagegen tun. Push Velocity ist ziemlich geil. Nice. Push Velocity ist ziemlich geil, weil du dann, wenn du deine E auf Minions triffst, ihn runterrennen kannst danach. Gehe ich jetzt Tabis oder gehe ich einfach Sunfire Rush? Eigentlich will ich lieber Sunfire Rush haben, glaube ich. Man muss jetzt Suicide gehen eigentlich. Okay. Oh, wenn auf dem Miserable-Tablett kann ich mein, besser kann ich meinen Jungle nicht servieren. Süß und saftig. So good and tasty. Frisches Tryndamerius, mehr Fleisch. Looks like meat is back on the menu, boys. Cho war doch Show mal. Oh mein Gott. Was für ein schlechter Wortwitz war das denn? Top Lane Gaming. Grüße Sie, Top Lane Meister. Hallo. Danke. Bam, bada. Nice, Mann. Der Jungle ist so abgefuckt von meinem Proxy-Kack und dann kriegen wir trotzdem alle Voidies. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Frozen Heart. Die bin auch die Wave, weil ich keinen Bock habe, dass sie die Porsche pusht und dann proxyt. Ja, gestern kann trotzdem nicht einfach ignorieren, leider. Er ignoriert eine Minion halt. Dann ist so eine interaktive Lane. Hast du nämlich Angst gehabt, wenn Auto das oder Z-Moven? Er hat sogar mich gejagt mit Kraken. Heidholkin, hast du das mitgekriegt, dass die LPL vieles traf, den Summer Split haben? Ja, haben wir schon ganz darüber geredet heute. War schon seit ein paar Tagen rumored gewesen, mega geil. Er ja, nimmt aber sie hops, ne? Das ist sein Champion, der so gut gegen sie. Immer 9-2-1, aber ist halt krass. Da können sie aber hops nehmen, ne? Was soll ich denn machen, die Birea? Ich hätte dich gerne gerettet, aber was soll ich denn tun? Double 80. Ich werde ihn nicht anfangen zu respekten jetzt. Flash musste, mach mich irgendwie. Junge, wie groß ist mein Champion? Nice, Spawn Mod for Sword. Bottom bekommen ist eigentlich sogar besser. Wenn ich das Gold kriege, mein Champion macht nicht so viel. Weil er jetzt auch Demolish benutzt für den anderen Turm, aber ist okay. Braum Double Kill Bot Lane. Tryndamerius ist ewig tot, weil schaffe ich zwei Turrets, aber ich habe halt keine Void Grubs.
Ziehen mal rein. Komm, Windwinkel haben. What? Ich dachte, jetzt hältst du das Erwähnung geworden. Kleiner schnabulierter Set zum Mitnehmen. Schwan davon, dass eigentlich die Web-Team meine wäre. Works as well. Kann Schwan einen killen? Ich werde auf jeden Fall nicht hinterher rennen. Ich bin zu langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt so lange fightet. Keiner Maibert. Ein großer Champion, der rumläuft und Dinge tut. Was ein gutes Item-Chat ist, Annenen des Bär gut für Damage? Ich brauche mehr Damage. Ich glaube schon, Annenen des Bär ist der richtige Weg. Das ist nice, easy Nash. Shoreas für mehr Movement Speed. Das ist vielleicht sogar ein guter Call, aber es ist halt ein sehr günstiges Item. Ist nicht so slot-effizient. Auch mehr Damage, by the way. Und dann geht Botlane durch. Ich habe heute gleich einen Nash-Reset. Sonst sollen wir unsere Base nicht öffnen lassen. Das Game wird sonst richtig hart. Ja, geht jetzt Base für mich. Ich werde mit rein rotieren. Not actually sure, ob ich für sowas flashen sollte, ohne dass ein Objective oder irgendwas ab ist. An Ende des Bear Spirit Visage. Ich habe so darüber Gedanken, ich habe gedacht, die andere Richtung. Ich muss halt ihn aufhalten, wenn ich wegtippiere, ist das nicht unbedingt gut. Ich muss nur, also ich muss halt tippieren, wenn es free ist. Jetzt können wir drei tippieren und Dinge tun, aber der Drake ist eh free. Ja, Ocean Drake Cho'Gath, also Spirit Visage gerade noch mehr Value bekommen. Hätte ich Titanic Hydra gehen können vielleicht? Wir müssen gleich drinnen mal wieder beantworten gehen. Ich kann ja einfach beantworten gehen, ne? Wenn er CP hätte, können wir hätten, aber I don't. Oh, der hat das Combo gemisst. Aber vielleicht reicht es trotzdem mit Auto-Attacks. Nice Area-Gameplay. Ja, das einzige Weg zu verlieren ist halt deren Split-Push. Glücklich, dass er unsere Base öffnet. Vielleicht können wir hätten. 10 Sekunden Nautilus. Könnte reichen, wir haben 4 Voidies. Wenn Area hätten würde, aber sie pusht über Bot durch. Ich bin halt niemals rechtzeitig da. Could be enough. Nice, GG. Beide Cho'Gath Games waren ziemlich insane eigentlich. Hat haben Spaß gemacht. GG. Und damit sind wir mit C durch, Chat.